So, ihr Lieben, ich freue mich ganz besonders, heute zu begrüßen für eine ganz besondere Folge, denn Abke hat es angekündigt und hat es tatsächlich umgesetzt. Wir haben ein neues Item auf Reefer Games, das ganz besonders uns beide hier als Redstone-Bauer freut. Nämlich, ihr seht ihn schon zwischen uns stehen in unseren Händen, der Observer. Abke, große, große Props. Das Mystery Mod vergessen zu erwähnen. Ach ja, richtig. Die funktionieren nur dann, wenn Mystery Mod installiert ist. Ganz wichtig. Ihr müsst Mystery Mod installieren. Viele wissen, ich war immer gegen Mystery Mod, aber seit ich weiß, dass man die Observer nicht nur sehen, sondern auch benutzen kann mit Mystery Mod, ganz ehrlich, sofort drauf mit dem Zeug. Ja. Wir sind happy, dass wir jetzt endlich auch auf Griefer Games die Observer nutzen können. Und was man damit so machen kann, zeigen wir euch mal gleich in einem kleinen Beispiel. Und auch nochmal an die Developer, krasse Leistung, dass ihr das da habt implementieren können. Und das hier haben wir euch mal beispielhaft als simples kleines Beispiel aufgebaut. Und zwar ist das eine Zuckerrohrfarm, die ihr an sich so auch schon kennt. Ne? Hier unten, da sind die Trichter, da ist der Sand oder die Erde, die Zuckerrohre, Wasser, Pistons, die das alles abschneiden. Und genau, Busch stellt da mal ein bisschen Zuckerrohr drauf und ihr seht gleich, sobald ein Zuckerrohr so hoch wächst, wie ein Observer steht, zack, löst das Ding aus und robbt alles runter. Ja? So, jetzt macht er da wieder voll und eins wächst dann irgendwann mal höher und dann reißt er das ab. Und wenn wir hier hinten gucken, dann sind die noch alle mit Redstone verbunden. Das hat einfach den Grund, dass wenn einer auslöst, alle auslösen sollen. Aber es braucht überhaupt keine komplizierte Schaltung. Ja? Letztlich liegen einfach die Observer auf den Pistons drauf und schon ist eure Zuckerrohrfarm fertig. Und, genau, ja. Ihr dürft euch nicht wundern, wenn ihr Mystery Mod jetzt nicht installiert habt. Bei den anderen sieht das einfach nur aus wie normale Eichenholzblöcke. Ja. Also, ne? Genau, genau. Also, deswegen nicht wundern, wenn ihr mal Entschaltungen in Eichenholzblöcke seht und die machen irgendwie komisches Zeug. Das ist alles serverseitig und nur beim Client wird es eben so angezeigt, dass es wie Observer ausschaut. Ja, das ist eine gute, wichtige Info noch. Also nicht wundern, wenn ihr. Das ist kein Hacking und kein Bug-Using, ja, sondern das ist schlicht einfach Mystery Mod, das das möglich macht. Und ja, ohne Mod geht's halt nicht. Du kannst ja nicht das ganze Minecraft umprogrammieren. Also du musst schon einen Mod nutzen. Ja. Mhm. Auf jeden Fall mega coole Nachricht. Und ja, ich kann dazu gar nicht mehr sagen. Ich freue mich einfach tierisch. Und wir sind hochgespannt, was wir uns da jetzt alles für die Redstone-Schule einfallen lassen, was wir damit noch alles zeigen können. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig gute Zeit und eine ganz neue Ära für die Redstone-Schule. Auf jeden Fall. Ich habe schon so ein paar Ideen, so 3x3 Pistendor oder sonstiges, ja. Ja, so. Viel kompakter und schneller vor allen Dingen als bisher. Mhm. Oh ja. Boah, damit kann man überhaupt eine Menge Fallen bauen und andere Sachen. Okay, jetzt wird's Zeit, kreativ zu werden. Leute, wir sind schon wieder raus, nur ein kurzes Video heute. Auf jeden Fall wird das der absolute Knaller. Und in der nächsten Redstone-Schule seht ihr dann noch viel mehr von den Observern auf Griefer Games. Macht's gut, euer Busch. Und euer Rouge. Ciao.